Wir fliegen jetzt nach da, wo es Nudeln gibt. Halten Sie die Frau auf. Halten Sie die auf. Ja, Leute, erinnert euch, letztes Mal, wo wir nach München gefahren sind, habe ich euch gesagt, die kontrollieren mich jedes Mal mit diese. Ich mache dir mal Gedanken, warum das so ist. Jedes Mal sagen die, das ist ein Random-Test, machen Sie sich keine Sorgen. Jedes Mal, da war jetzt gerade keiner, der Einzige, der kontrolliert wurde, wieder war ich. Ja, mach dir mal Gedanken, warum das so ist. Ja, vielleicht, weil ich bei Warzone Bomben lege, ja. Weil du einfach eine Bombe bist, Digga. Dicker. Aber ja. So, es geht jetzt nach Rom. Ich wurde kontrolliert, alles gut. Das wird eine Gaudi in Rom. Das wird eine Gaudi. Du bist die Auserwählte. Nee. Finally haben wir es geschafft. Unser Taxifahrer hat sich tatsächlich, ich glaube, dreimal oder so verfahren. Weil er jedes Mal meinte, ja, I know. Er wusste es gar nicht, was ja auch nicht schlimm ist. Aber ja, egal, wir haben es jetzt jedenfalls geschafft, müssen auch ungefähr eine Stunde warten, bis unser Zimmer fertig ist, wo meine Haare. Oh mein Gott, schau. Ja. Und deswegen sind wir jetzt erstmal in der Seite. Wetter ist auf jeden Fall sehr schön. Also es sind so 14 Grad ungefähr hier und Sonne, also so wie bei uns in Nizza. Ja, und wir sind echt gut gelegen. Also wir haben ein 4-Sterne-Hotel, das heißt, glaube ich, 55. Hier wurde ich natürlich auch eine Roomtour später. Und das ist direkt am Trevi-Brunnen, also wirklich sehr gut und zentral. Was super in Rom ist, hier kann ich so viele Nudeln fressen, wie ich will, Digga. Buon appetito, buongiorno. Und Wein um 14 Uhr trinken. Ja, gell? Nee. Oh, che buon pasto che ho fatto! Che buono! Kennt ihr auf Instagram, wenn das alles so toll sieht, die Fontäne von Trevi? Schaut in echt. Ja, komm! Ich hab's ganz nach vorne geschafft, Freunde. Yeah, buddy! Leute, ich hab's gerade versucht, wirklich den Tommy so mit meiner Stories einzubinden, also, aber wir gehen, der hat mir irgendwas vom Apple Store erzählt. Wo wir unsere ewige Liebe befestigen werden. Wo wir das machen, was ich am liebsten tue, Geld verschleudern. So, wir haben nur, wie viel? 10 Cent, deswegen schmeißen wir 20. Das zu zweit. Aber ey, 20, wenn wir das, dann wird es da jetzt da reinwerfen, das heißt ewige Liebe, ja, bist du bereit? 1, 2, 3. Jetzt bist du mit mir, also musst jetzt. Hey Leute, habt ihr schon einen grünen Apfelsaft gesehen? Grün. Ja, vielleicht sind die Äpfel in Rom so, vielleicht, keine Ahnung. Prost. Thank you. Voilà. Freunde, wir sind jetzt auf dem Weg zum Vatikan. Okay, Freundchen. Ein bisschen Sightseeing machen. Anscheinend ist es dort sehr weiß und sehr viel Gold überall. Und wenn in Rom. Vergiss nicht, Leute, alle Wege führen nach Rom. Vergiss das nicht. Deswegen gehen wir zum Vatikan. Ich habe keine Ahnung, was ich sage. Wir gehen einfach zum Vatikan und wir werden da coole Bilder irgendwie machen von Ort. Anscheinend soll es da super schön aussehen. Deswegen bis gleich. Wir sind jetzt Museum Vatikan. Museum Vaticani. Museum Vaticani. Eintritt war pro Person 20 Euro. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Generell Vatikan City, dieser große Platz. Ich sag euch ehrlich, ich hatte den schöner in Erinnerung. Als ich vor, ich glaube, das ist 4 Jahren oder so hier war, da waren diese ganzen Absperrzäune noch nicht und es war auch generell viel sauberer. Das war ein bisschen eine Enttäuschung, aber wir gucken jetzt mal. Das war alles so gesperrt mit so Barrieren. Das war echt nicht so schön, wie es wirklich vor ein paar Jahren war. Schatz, ich möchte, wenn ich irgendwann mal nicht mehr bin, dass du mir auch so ein Ding am Fernsehen lässt. Mit so kleinen Lashes drauf. Ich muss jetzt mal schauen, wie ich das hochhebe.
kurzer Denkanstoß. Was denkt ihr, wie anstrengend war es wohl damals, in der Zeit, als es noch nicht mal Papyrus gab, sondern nur so eine Steintafel, eine Hate-Nachricht zu verfassen? Da kannst du nicht mal eben in die Taste hauen. Nee, da bist du erstmal den ganzen Nachmittag beschäftigt, so einen kleinen Stein zu finden und da erstmal deine Hate-Nachricht einzumeißeln. Ja, das war damals ein bisschen schwieriger. Da konnte man nicht ein Statement auf Instagram machen. Oder überleg mal, du hast dann, irgendwann gab es so Papyrus mit so einer Rolle, aber du musstest erstmal eine Taube oder so einen Boten losschicken, um erstmal deine Hate-Nachricht loszuwerden. Da kannst du nicht in den DMs rein, oder? Du hast erstmal 2 Wochen auf Antwort gewartet. Mädels, wenn ihr so Fotogirlies seid, kennt ihr das? Dass einfach euer Handy irgendwann komplett voll mit Fotos von eurem Freund ist. Also der Typ hat bald besseren Feed als ich. Wunderschönen guten Morgen aus Rom. Für uns geht es später wieder nach Hause Richtung Nizza. Aber erstmal werden wir uns hier noch einen schönen Tag machen. Wir gehen jetzt gleich noch was essen und ja, mal gucken, ob wir gleich noch zeitlich schaffen, irgendwas anzuschauen. Aber das Wetter ist richtig, richtig schön hier. Ich zeige euch das mal, wenn sich jetzt die Kamera dreht. Was sie natürlich nicht tut!